Hallo meine Liebe und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute euch wieder zwei Sets vorstellen, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Einmal den mobilen Gemüseladen und einmal das Set mit der Oma und dem Rollator. Das Set mit Oma und Rollator ist von City Life und der mobile Gemüseladen ist von Country. Vielleicht wundert ihr euch, wieso keine Videos gekommen sind die letzten Tage. Das Problem war halt, ich war halt krank, lag im Bett und war auch nicht in der Schule und deswegen konnte ich kein Video hochladen. Ich bin auch immer noch ein bisschen krank, aber es geht mir wieder so gut, dass ich für euch ein Video drehen kann. Und ja, genau, das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wir beginnen mal mit der Oma und dem Rollator, mit dem etwas kleineren Set. So, ich hol's mal her. Vielleicht habt ihr die Sets ja auch, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Einmal hier die Oma mit dem Rollator. Das Set sieht so aus, ist die Nummer 70194 und kostet 7,99 €. Also ich weiß die Preise halt auswendig, also nicht, weil ich vorher nachgucke, wie viel mir meine Verwandten und so geschenkt haben, sondern weil ich bin ja Fan von Playmobil und ich schaue mir ja generell die Sets auch mal manchmal an und auch die Sets, die ich teilweise nicht mehr gibt. Also ich weiß von allen Sets, die ich habe, die Preise auswendig. Genau. Hat hier diese Nummer und das hier war alles dabei. Eine Oma in Größe eines Erwachsenen. So sieht die aus. Das, also wie gesagt, das ist meine erste Oma. Ich habe einen Opa und das ist meine erste Oma. Also falls ihr zum Beispiel denkt, die kann man natürlich auch als Oma bezeichnen. Aber für mich ist eine Oma, die man so klar als Oma sieht, mit grauen Haaren von Playmobil. Hier ist die Oma, die hat ein blaues Oberteil an, so eine gelb-beige Hose. Da waren Blumen dabei, eine Zeitung, Duschgel oder Parfüm, ich weiß nicht, was es sein soll. Dann Pralinen, eine Figur, die finde ich ziemlich cool. Ein Apfel, ein Rollator und eine Tasche. Die Tasche ist in der Farbe ihrer Hose. Genau, das Set finde ich ziemlich cool, gehört zur Kategorie mit dem Krankenhaus. Und aufgebaut sieht das so aus. Hier kann sich das Mädchen dann draufsetzen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Hier. Und das Mädchen sitzt dann hier. Das Ganze räume ich jetzt mal zur Seite und wir gehen zum nächsten Set. Das nächste Set hat die Nummer 70134 und gehört zur Kategorie mit dem Bauernhof. Habe ich hier schon alles aufgestellt. Hier mit so einem kleinen Verkaufstisch, Getränkekasten, einer Figur mit einem Geldbeutel. So sieht der Wagen aus. Hier drin gibt es auch coole Sachen. In der Schublade darunter sind auch die Eier. Hier kann man da, nochmal Eier. Hier kann man dann wie nennen sich diese Teile nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie sie sie nennen. Also man kann diese Platten da halt runterschieben. Und ja, dann kann man eben woanders hinfahren und dort seinen Laden woanders aufbauen. Es war auch noch ein Geldbeutel dabei, der liegt bei mir jetzt irgendwie im Waschbecken. Hier. Und dann war noch ein Brot dabei, das finde ich so cool. Ich dachte eigentlich, dass das Brot nicht hohl wäre, aber ich zeige euch gleich mal, wie es aussieht. Dann so ein Schinken da in der Ecke und hier noch Marmelade. So, hier beim Brot, das kann ich euch ja mal zeigen. So sieht das Brot aus. Und ich dachte eigentlich, also ich habe nicht gedacht, dass es so hohl ist. Das ist nämlich jetzt ja eher ein Hut anstatt ein Brot. Naja, gut. Das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Dann habe ich hier den Karton, da war das Ganze drin. Da zeige ich euch jetzt nochmal die Einzelheiten, die dabei waren. So. Das war alles dabei. Der Gemüseladen, ganz viel Obst und Gemüse sieht man hier. Schinken, Wurst, Käse, Gurken oder Zucchini, Blumenkohl, die zwei Figuren. Und sechsmal diese Paletten hier. Dann hier so ein Henkel, ein Korb, eine Ware. Also da war ganz schön viel dabei. Das hat 29,99 € gekostet. Also es war reduziert. Das hat 39,99 € gekostet davor. Genau. Jetzt komme ich nochmal zu diesem Set hier, wie man das mitnehmen kann. Also man schiebt die ganzen Paletten hier rein. Und ich kann euch jetzt ja mal zeigen, was man da noch macht. Man nimmt nämlich dieses Ding und das
hängt man dann hier oben so rein. Da sind extra so Vertiefungen. Und wenn man es alles reingehängt hat und alles aufgebaut hat, dann schiebt man das Dach hier da oben so runter, macht zu und macht hier die Türen zu. Und schon kann der mobile Gemüseladen woanders hinfahren, in eine neue Stadt. Genau, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.